Ja, schade, dass man das jetzt nicht riechen kann. Was ist das Lagerfeuer? Genau. Da sind noch irgendwo eine alte Koteplane rumliege, die du um dich wickeln könntest. Ja, genau, das sollte ich vielleicht mal machen, mir einen ins Haus holen. Oder früher gab es mal so Poschka, an denen konnte man reiben, dann kam Rauch, also so Rauchgeschmack raus. Ja. Ich glaube, das sind die DPSG mal verschickt. Ah, warum gibt es sie eigentlich nicht mehr? Was, die DPSG oder die Postkarte? Beides. DPFG gibt es noch. Tatsächlich. Ja. Totgesagt, wir leben länger. Oh, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben die Graue Reiter, wir haben die DPSG. Wir sind VZP. VZP. Ja, meine Kinder sind auch im VZP. CPD. CPD, also ist doch schon quasi überbündische Veranstaltung. Genau. Cool. Jetzt müssen wir den Markus. Wo ist denn der Markus? Der hat sich gemeldet. Hab leider kein Bild und Ton. Wer Markus, kannst du fehlt? uns denn hören? Oder auch nicht hören? Scheint, dass er uns hört. Ralf, hast du irgendwo geteilt, wie man das mit dem Telefon machen kann? Wie man das mit Telefon machen kann, da überfragst du mich jetzt. Ah, das kann ich ihm sonst machen, dann lade ich ihn mit ein. Das müsste Okay, gut. Das heißt, du nutzt Zoom häufiger. ja, ich nutze es beruflich tatsächlich relativ oft. Okay, prima. Da können wir noch was lernen. Mal kurz die Telefonnummer raussuchen. Das ist eine Meeting-Einstellung, wo es die Telefonnummer gibt, oder? Ja, genau, ich habe die bloß aber eben gerade schon, wir machen es gerade, also wir machen so bei uns im Land gerade so Online-Gruppenstunden und genau. Deswegen Wie habe ich die gerade eben. funktioniert das? Mal gucken, wie es funktioniert. Also das ist jetzt erst der erste Anlauf. Wir werden Mittwoch das mal testen. Und die Idee war halt wirklich dann auch so über Videokonferenz Gruppenstunde zu machen. Mal gucken, Aber wie gut das ihr habt es noch funktioniert. nicht ausprobiert, oder? Nee, ausprobiert, das haben wir es noch nicht, genau. Braucht ihr jetzt ein bisschen Planung, bis sich ein Team gefunden hat und so? Was habt ihr vor in der ersten Gruppenstunde? Dadurch, dass die Gruppenstunde für den ganzen Landesverband ist, wollen wir erstmal über Pfadfinder und Traditionen sprechen, also was die einzelnen Stämme für Traditionen haben. Die Kinder sollen quasi den perfekten Pfadfinder für sich legen, also bei sich selbst auf dem Fußboden, entweder halt ja irgendwie mit Klamotten, eine Kluft und ein Halstuch oder wenn sie halt meinen, der sollte lieber einen Pulli anhaben, dann das und ein Messer in die Hand legen oder so, das, was sie halt denken und dann halt davon ein Foto machen und dann wollen wir darüber sprechen, was halt so den perfekten Pfadfinder ausmacht. Okay. Genau, und dann noch so singen und irgendwie Rätsel haben wir noch mit drinne und solche Eine Dinge, genau. kleine Andacht. Ja. Ja, sehr schön. Und wer war das vorhin mit dem Werwolf-Spiele? Irgendjemand hat erzählt, er will Werwolf-Spiele. Das war ich. Das warst du, oder? Ja, genau. Wie macht ihr das? Wir haben uns jetzt auf Discord einen Server eingerichtet, wo wir einen Sprachchannel als Dorfplatz haben. Des Weiteren noch einen Textchannel als Dorfplatz und man kann Rollen zuordnen den einzelnen Personen. Und entsprechend dann für die Rollen gibt es dann nochmal Textchats, die auf diese Rollen beschränkt sind, wo dann beispielsweise die Werwölfe diskutieren können, wen sie jetzt retten wollen. Da wird sich morgen zeigen, ob das funktioniert. Also ich kenne das jetzt Discord nicht, aber das ist schon quasi eher so textbasiert, die ganze Geschichte. Ja, das ist eigentlich für Gamer. Und du hast sowohl einen Sprachchat als auch einen Textchat. Ich glaube, du kannst auch Video zuschalten, das weiß ich selber gar nicht so genau. Andere Leiter sind da ein bisschen länger unterwegs und kennen sich da auch besser aus. Okay, ich sage jetzt mal Hallo Verena, zumindest von dem Namen her. Hört mich jemand? Wir hören dich, ja. Ralf, hörst du mich? Ich höre dich gut. Ich bin jetzt über dem
PC von meiner Frau dabei. Also Markus ist jetzt in dem Fall offline und ich sitze jetzt hier. Okay, gut. Servus. Hallo, Verena. Hat man schnell ein neuer Spitzname weg. So, dann haben wir noch den oder die Manu. Aber da ist auch kein Bild, aber ich glaube Ton, oder? Nee, ist glaube ich nicht verbunden. Oder halt auch, ja. Markus, du gehörst zu welchem Verband? Zur DPSG, aber seit bestimmt 10 Jahren nicht aktiv. Okay. Trotzdem kriegt man dich hierher gelockt. Ja, natürlich. Wir haben uns ja letztes Jahr eine eigene Kodi gekauft und planen dieses Jahr im Sommer, und wir hoffen, dass es stattfindet, ein zweiwöchiger Aufenthalt in Westernohe. Ja. An Westernohe habe ich eine gute Erinnerung. Da haben wir damals unsere Stammesaufgabe gemacht. Das muss 88 oder so gewesen sein. Und haben es natürlich auch bestanden. Wir haben da so Gaulager gemacht mit, ich glaube, 80 oder 90 Leuten. Okay. Sehr schön. Mhm. Ja, wir haben jetzt einen Sohn, der wird am 1. Juli 2 Jahre. Und das wird mit Sicherheit interessant. Das heißt, du willst den gleich an die Code ranführen? Korrekt, ja. Naja. Ja, weil das... In 2 Jahren. Naja, besser früher als nie. Jetzt sind wir schon mit 6 Wochen dabei. Ah, okay, ja. Ja, letztes Jahr ging es nicht, da war das Wetter zu schlecht. Aber ey, ich gerne draußen, von dem her. Wo war das Wetter letztes Jahr schlecht? Es war doch überall nur warm, heiß und trocken. Zu warm kann auch schlecht sein. Ja gut, das stimmt. Gerade im Schwarzzelt ist es warm auch. Also Schwarzbund ist jetzt auch offiziell verschoben auf nächstes Jahr. Wir haben auch gerade die Nachricht gekriegt. Ja, ich habe ja eh schon vorgeschlagen, wir streichen einfach 2020 und wiederholen das nächstes Jahr nochmal. Wer geschickt. Ja. Naja, wir sind ja auch mit der Convention, sind wir jetzt ja auch am Überlegen, wie wir es machen. Aber da haben wir gesagt, wir sitzen das jetzt erstmal aus, weil es entstehen keine Kosten und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es macht oder nicht. Also wir haben unser Bundeslager, das ist ja Pascal. Entschuldigung. Auch schon ausfallen lassen. Ja, ist halt total ärgerlich, wenn man halt bis kurz vorher die Arbeit reinsteckt und dann muss man es doch absagen. Dann lieber frühzeitig den Cut machen. Ja, wenn du halt neue Sachen machst, ist es schwierig. Aber jetzt in unserem Fall haben wir jetzt gesagt bei der Convention, dass man da das Programm jetzt erstmal, also das Programm würde ja stehen und die Leute, die was machen, würde stehen. Und es sind eher so die logistische Sache, wo man jetzt noch vorbereiten müsste, aber das kann man einfach auch noch schieben. Und dann halt, wenn man jetzt dann Ende April weiter sieht, wie sich das entwickelt, dann einfach mal gucken, wie es aussieht. Hallo Birgit, hallo Pascal. Hi. Servus. Hübsches T-Shirt hast du an. Ja. Das war doch Absicht, oder nicht? Und, ihr liegt auf dem Sofa. Ja. Wir haben heute schon schön Musik gemacht und jetzt liegen wir gemütlich auf dem Sofa. Ah, das wollte ich ja mal ausprobieren, ob uns jemand hier schön Musik machen könnte in dieser Runde. Kannst du einen Kontrabass auspacken? Den brauche ich nicht auspacken, der steht hier gerade ums Eck rum. Gut. Ja, der Dulli hat uns vorhin auch schon seine Gitarre gezeigt, aber mein, der hat schon wunde Finger. Ja, geht. Herzlich willkommen in dieser Runde. Dankeschön. Mein Bildschirm ist jetzt voll mit 9 Leuten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ja, ich habe der Markus ist halt doppelt momentan bei mir. Und der oder die Manu, weiß ich nicht, ob die uns sehen oder ob die da sind. Ja, Markus, bist du jetzt gerade mit zwei Accounts gerade drin, oder? Meine Frau meldet den anderen gerade ab. Ah, okay. So, jetzt kommt die Badische Zeitung. Aha. Was passiert da? Ja, aber kommen doch ein paar dazu. Oh, sehr schöner Hintergrund. Hallo Melchior. Könntest du mal noch ein Gurkenland-T-Shirt anziehen? Hallo Heike. Hi Ralf. Sehr schön. Moment, warte mal. Ah, guck mal, noch jemand mit Gurkenland-T-Shirt. Freut mich ja sehr, dass ihr nicht aus dem Haus raus dürft, aber trotzdem unsere T-Shirts anhabt. Ja, genau. Dann fühlt man sich wieder gut. Genau. Wenn der ganze Tag nichts macht. Das war schön. Was machen wir? Wir sitzen da und gucken zu, wer sich so langsam zuschaltet. Haben jetzt schon ein bisschen erzählt, was so manche in ihrer Gruppe jetzt sich überlegen, wie sie online weitermachen. Ja klar, das ist jetzt, muss man überlegen. Ja, aber ein paar Ideen sind da. Was? Ein paar Ideen sind da, wie man jetzt auch Online-Gruppestunden machen kann. Da bin ich dann gespannt, wenn das dann mal läuft, ob man da Erfahrungsberichte kriege. Das ist wichtig jetzt, dass er... Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also meine Meinung jetzt. Was funktioniert? Wir haben mit der die Veranstaltung. Das dürfte schwierig werden. Also was wir schon gemacht haben letztes Wochenende, wir haben, war letztes Wochenende. Ja. Die Landesversammlung, die haben wir digital gemacht, auch über Zoom. Das hat ganz gut funktioniert. Also erstaunlich gut sogar tatsächlich. Ja. Mit wie vielen Leuten? Man kann ja tatsächlich auch Abstimmungen machen über verschiedene Online-Tools und so. Wir haben jetzt die Ämter, die besetzt werden mussten, nur für ein halbes Jahr bis zur nächsten LV besetzt, damit dann wieder im echten Leben abgestimmt werden kann. Aber das, was getan werden musste, das konnten wir gut abhaken in ein paar Stunden. Muss halt immer wieder abwarten und weitermachen, dann je nachdem, was für eine Situation das ist. Wie viele Leute wart ihr da bei der Versammlung? 25 Leute waren wir. Also wir sind nicht so ein großes Land, aber immerhin. Das sind ganz viele. Das ist hier alle. Und diese 25 Leute hattet ihr alle über Videokonferenz eingebunden? Ja, genau. Also wir haben die über Videokonferenz eingebunden und haben dann ein extra Tool noch gehabt, wo wir mit Abstimmung mitmachen konnten. Und ansonsten konnten wir dann über Videokonferenz diskutieren, genau, ja. Was für ein Programm hattet ihr da genommen? Also zum Abstimmen haben wir eine eigene Cloud, da haben wir ein eigenes Tool drin. Ich weiß gar nicht, was das Tool ehrlich gesagt ist, aber genau. Jörg, ist mehr in der eher das Videotool. Also das Videotool haben wir Zoom tatsächlich genommen hier. Also das gleiche wie hier. Ja. Das ist für mich das erste Mal, dass ich Zoom benutze und ich finde schon mal jetzt gut. Es ist halt relativ. Das funktioniert auf jeden Fall. Bedienen erstmal, ja. Vor allem ist die Qualität immerhin frei. Also ich habe von jedem von euch einen super Ton und eigentlich auch ein super klares Bild. Und hat natürlich auch den Charme, dass ich mich jetzt bei Zoom nicht anmelden musste, sondern einfach über den Link von Ralf da reingekommen bin. Das ist auch genau. Schön. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja. Ist das eine Fototapete bei dir oder ist das ein Poster oder was hast du da für ein Feuer? Das gab es tatsächlich zum Auswählen. Möchtest du ein eigenes Foto? Das ist von meiner letzten Alpakas am Lager-Aktion. Kannst du als Hintergrund jetzt bei Zoom auswählen oder wie? Ja, genau. Das habe ich beim Anmelden in der App bin ich gefragt worden,
eigenes Video, normaler Hintergrund oder Bildhintergrund und habe einfach was Passendes ausgesucht. Das ist ja geil. Also es sieht bei dir ist das nicht, nicht dahin gekommen schlechter, seitdem du dich zurücklehnt hast. Ja, ich glaube, mit dem Kippen funktioniert tatsächlich weniger gut. Also er nimmt dann immer so einen Bildausschnitt. Was er auch schlecht darstellt, ist das Weinglas. Das sieht man immer nur so. immer dann, wenn deine Schulter verschwindet, hast du Weinglas in der Ja, es ist halt durchsichtig. Jetzt ein Edelstahlbecher nehmen müssen. Was macht er denn jetzt da? Ich muss so ein Lagerfeuer gucken. Wer hat denn alles ein Glas Wein dabei? Ich glaube, der Volker hat auch noch eins da stehen, gell? Ich habe es mir so richtig gemütlich gemacht. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt zwar das gemütliche Feuer, aber... So, wir verabschieden uns mal wieder. Ciao. Also, Heike, ja, Manfred. Sie ist doch Lagerfeuerabend. Ich... Ja. Wein. Ah, guck mal. Ich sehe schon, ich werde mich das nächste Mal auch vorbereiten. Unglaublich. Aber die Technik war mir jetzt erstmal wichtiger, zu sehen, wie das läuft. Ja, wie gesagt, ja. Über das Ambiente und über die Inhalte kann man sich da noch Gedanken machen. Ja, es funktioniert auf jeden Fall gut. Also. Sobald es endlich auf dem Laptop läuft, habe ich mal wieder eine Hand frei an meinem Telefon. Der Dudi okay. Schickt die ganze Zeit irgendwelche Fotos an, ich kann sie nicht angucken. Ja, hättet ihr Interesse, dass man eine regelmäßige Runde macht und dazu einlädt? Mich würde total interessieren, wie viele Leute schaffen was gleichzeitig. Also wir haben heute in der Malteserjugend darüber diskutiert, Pfingstlager ja, nein. Und der Arbeitskreis Musik hatte überlegt, kann man nicht sogar einen Lagerfeuerabend virtuell darstellen mit Musik. Ob dafür die Übertragungsqualität zum gemeinsamen Singen reicht, wage ich zu bezweifeln. Aber ausprobieren könnte man es auf jeden Fall. Das Problem ist, dass man halt ein Deck dazwischen hat. Also es ist immer so eine Sekunde oder so dazwischen. Ja. Und dadurch verzieht sich das natürlich. Also wir haben es bei unserer Landesversammlung so gemacht, dass wir den Ton dann von allen ausgeschaltet haben und quasi nur ein Mikro angehatten, was dann gesungen hat letztendlich. Aber ja, ich glaube, das ist, also irgendjemand hat es mir erzählt, die haben versucht, im Chor oder in der Band zusammenzuspielen. Das geht halt nicht, weil du den Versatz hast. Aber vielleicht kriegen wir jetzt doch mal noch den Ulrich begeistert, dass er uns kurz eins auf der Gitarre trällert. Komm, trau dich. Dann haben wir mal ein bisschen Sound hier. Ich glaube, ich verknall es mir jetzt zu sagen, was ich auch spiele. Lass mich aber im Kuchen so ein bisschen. Ulrich? Schnapp dir die Gitarre kurz für 2 Minuten. Für 2 Minuten? Ja. Was ist denn das, Dulli? Was wollt ihr denn hören? Roter Mond. Roter. Warum nicht was Schönes? Ist doch schön. So, jetzt muss man die Wodkaflasche herhalten als Ständer. So. Roter Mond. Das sieht ganz stark nach einem Liederbuch aus. Ja, es schaut nach einem Liederbuch aus. Liederbock. Ja, es ist auch gebrauchter. Oh, der ist aber wirklich gebraucht. Vintage. Weiß noch jemand, auf welcher Seite das ist? Bei R. E, D. A, G, D. Irgendwie so. Boah, mit der Front brauchst du mir nicht kommen. Aber ich glaube, im Bock steht er auch unter A-Dur und nicht unter E-Dur. Da hinten, bei R wie roter Mond.
Gibt da so eine Liste mit ganz vielen Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnis? Ja, die, ja, die kann man fast noch lesen. Oh. Pascal, wo ist denn der Bass? Ja, wie gesagt, ich glaube, zwei Instrumente gleichzeitig wird schwierig. Ja. Pascal haben wir, und Birgit haben wir, glaube ich, eh verloren gerade. Ah, die sind eh öfters mal verloren. Boah. Hört man das? Was? Hört man gut, ja. Echt? Sehr gut. Kommt an. Jo. Toter Mond, wie beim Silbersee feierst du. Sieg an den Tiefen bei den Männern und noch der neue Tag nicht erwartet. Tiefen bei der Nacht und noch ist der neue Tag nicht erwartet. Ferne stehen hellen Firmen in solchen Finalen. Finde die einen dieses Land mit uns schön und wir dürfen sein. Herr, ich könnte dieses Land mit uns schön und wir dürfen sein. Grauer Fels muss uns bei den Haut weiden. Schon der Morgen kaum vernimmt, geht weiß und blau, das Gras schimmert unter Morgentau. Vernimmt, weiß und blau, das Gras schimmert unter Morgentau. Bald vorbei, morgen geht's vor, kommen wir wieder an den Norden ist unser Glück und uns bleibt nur zurück. Ja, stets bemüht. Ja, schön. Ja, nee, ist aber angekommen. Also, ich konnte hier mitsingen. Sehr schön. Das Gefühl wurde schön. Zum Ende hin leider auf irgendeinem Grund. Ja, der Ton war ein bisschen anschwellend und abschwellend. Vielleicht bräuchte man, wenn man Musik gut rüberbringen will, externes Mikro, was man ein bisschen näher ranholt. Das kann sein. Ja, die ganzen Apps steuern ja auch dynamisch dazu und nehmen wieder weg, je nachdem, wie viel Ton kommt oder in welcher Folge. Ja, genau. Trinkst du da gerade ernsthaft Wodka pur? Ja. Ich glaube, dir bekommt, ein Homeoffice nicht. Prost. 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 Ja, aber jetzt nochmal die Frage in die Runde. Hättet ihr Interesse dran, sowas regelmäßig zu machen und sich dann auch zu überlegen, ein bisschen inhaltlich einfach sagen, man macht so ein bestimmtes Thema eine Runde? Also zumindest jetzt über die Krisenzeit wäre das, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, da geht es mir ja genau drum. Ja, ich denke auch, das ist eine gute Sache, nur es müsste natürlich zu einem konkreten Thema dann irgendwie sein, dass man sich irgendwie austauscht. Und es muss dann natürlich irgendwo jemand da sein, der das auch irgendwie vorbereitet, vielleicht vorher eine Mail verschickt, eine Tagesordnung oder irgendetwas.
damit es ein bisschen konkreter wird auch. Ja, Tagesordnung fände ich jetzt schwierig, aber so sich ein Thema zu überlegen. Ich fände jetzt zum Beispiel spannend, auch so ein bisschen Rückmeldungen zu kriegen, wie das mit dieser ersten Online-Gruppestunde funktioniert hat. Ich glaube, allein dazu fände ich ein Gespräch schon einmal interessant. Also wir können auf jeden Fall ein Feedback geben dazu. Mit Thema fände ich so eine Runde auch spannend, aber es müsste auch moderiert werden dann. Weiß ich nicht. Also finde ich schon, weil sonst... Je nach Größe. Ja, je nach Größe. Ja, was heißt moderiert? Also klar, dass man irgendwie ein Auge drauf hat, wenn du da irgendwo einen bei hast, der irgendwie Scheiße macht oder so, aber wir sind ja alle irgendwo Fahrtkinder und ich glaube, wenn wir irgendwo im Bezirkslager oder Lagerfeuerrunde sitzen, dann haben wir da auch keinen, der da irgendwie nicht aufgrafieren muss. Ja, bei der bei einer echten Lagerfeuerrunde hat man einfach andere Möglichkeiten, zu Wort zu kommen. Und bei so einer Runde ist es halt schon so, dass manche einfach untergehen. Ja, ich glaube, es ist halt in der Runde schwierig, dass immer nur einer sprechen kann und man sich auch nicht absprechen kann, wer wann spricht oder... dadurch wird es vielleicht auch mal ruhig in der Runde, wo keiner was sagt, weil man wartet, dass der andere spricht. Vielleicht braucht es dann einfach jemanden, der zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage stellt oder so. Genau, sowas meinte ich. Ja, oder du könntest vielleicht auch so eine Art Live-Tutorial machen, also von mir aus Freundschaftsknoten oder Halstuchknoten basteln oder so. Das wäre sicherlich auch witzig. Ja, da wollte meine Tochter, also unsere Jüngste, wollte ja schon... dass sie mit mir wieder Video machen kann. Für die ist natürlich jetzt Sonntagabend relativ spät, weil die dann morgen doch zumindest mal Vormittag so ein bisschen was wie Schule machen. Aber die hätte jetzt zum Beispiel Spaß dran gehabt, mit euch zusammen Knote zu machen. Ja, super. Macht das doch tagsüber. Warum auch nicht? Ja, also die meisten Schüler hängen ja jetzt sinnlos rum, wenn sie nicht gerade irgendwas für die Schule tun. Genau. Ja, wobei ich tatsächlich befürchte, dass du hier eher Leiter und Rover ansprichst als Jüngere, könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist ja, der Kanal Jotunland trifft ja ohnehin eher mehr die Plus-16-Generation, ob man da vielleicht frischen Wind reinkriegt und mal Gleichaltrige anspricht. YouTube Kids oder sowas. Oder Jotunland für Wölflinge. Beispiel. Ja, ich glaube, dass die einfach grundsätzlich noch gar nicht so viel auf diesen Medien unterwegs sind, was eigentlich ja auch wünschenswert ist, dass die mehr noch im echten Leben machen. Von daher müssen die sich jetzt überhaupt erstmal auf die Medien einfinden. Viele Sachen. Ja, das erlebe ich anders. Also, die sind mir manchmal mit meinen zarten 32 Jahren einen voraus. Wölflinge? Es ist wirklich krass, aber wie fixiert auch schon Grundschulkinder auf soziale Medien sind oder auf Handy, Tablet, die machen dich da nachts mit. Man denkt das nicht, aber die sind wirklich fit. Da versuchen wir unsere Kinder aber schon noch ein bisschen kurz zu halten. Also dass die ja, ich würde meine da auch ganz lieber in der Medienwelt aufgehen. Also es ist schon so, dass also Sarah mit ihrer 9 Jahre jetzt halt schon mal immer mal wieder sich ein Hörspiel aufs Tablet holt oder so, aber mehr nutzt sie das Gerät eigentlich auch nicht. Wie gesagt, jetzt heute haben wir Skype installiert, damit sie mal Oma und Opa wieder sehen konnte. Da können sie dann schon Zeit mit verbringen, aber es ist jetzt nicht so, dass die quasi schon eine höhere Nutzung haben wie ich. Also das würde mich jetzt auch wundern. Von meinen Wölflingen haben vielleicht ein oder maximal zwei ein Handy und kein Tablet. Bei meinen Jungfahrtfindern sieht es ja natürlich schon ein bisschen anders aus. Also von 10, 11, 13, da geht es dann mehr zur Sache. Da haben vielleicht 80% ein Handy. Wobei ich jetzt sagen muss, so richtig aktiv auf den sozialen Kanälen sind die alle noch nicht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich glaube, bei Facebook ist es zum Beispiel gar nicht erlaubt, dass unter, weiß nicht, 16-Jährige dabei sind. Das ist bei vielen Sachen tatsächlich so. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht der richtige Weg, dass man sagt, man richtet irgendwelche Kanäle speziell auf die Altersgruppe aus. Nein.
als Krisenüberbrückung finde ich, ist das eine gute Idee, Sachen online zu machen, auch wie jüngeren dauerhaft. Das, Nee, dauerhaft ist auch schwierig. Also wir haben das ja immer mal wieder in verschiedene Runden auch probiert, was live zu machen oder so. Da kannst du einzelne Highlights machen. Das machst du mal und dann machst du mal wieder was anderes. Aber da kriegst du jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, oder zumindest ich nicht, so das regelmäßig rein. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass so einfach die Zeit jetzt zu nutzen und einfach zu sagen, einfach mal zu experimentieren mit verschiedenen Medien und Varianten, wie jetzt hier mit diesem Videomeeting, da habe ich schon Lust dazu. Und es ist auch ruhiger, was das Geschäft angeht. Von daher ist auch ein bisschen Zeit da, die man sich um die Ohren schlagen kann. Und einfach auch so, wie er funktioniert oder funktioniert es nicht. Von daher kann ich mir schon verschiedene Dinge auch vorstellen. Also auch, wie gesagt, das Angebot, das jetzt hier mal einfach eine Zeit lang zu machen oder auch nicht, oder auch mit wechselnden Leuten, wie auch immer. Oder halt, wie ihr sagt, auch mal so ein Webinar mal auszuprobieren, wo ich mir überlege, was für ein Thema hätte ich denn, was gut in ein Video passt. Und dann einfach quasi, oder auf altem Neudeutsch, einen Workshop dann über Video dann auch zu machen. Also ich fände es total gut, wobei ich natürlich sagen muss, ihr kennt euch wahrscheinlich alle untereinander. Ich bin jetzt das erste Mal dabei, hat mich auch etwas Überwindung gekostet, gebe ich zu. Aber so allein die Idee mit diesem virtuellen Lagerfeuer und einem geselligen Zusammensein, gerade in diesen bescheuerten Zeiten, finde ich total gut. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Also es ist gar nicht so, dass wir uns alle kennen. Also okay. Aber ich glaube, Ralf kennen wir alle irgendwie von den Videos und vielleicht auch mal irgendwo mal live gesehen. Auch Sonderbar haben wir uns, glaube ich, mal getroffen. Aber sonst, nö. Cool, umso besser. Also ich habe Ralf einmal kurz gesehen für eine Minute. Erinnert er sich nicht mehr dran. In Westerlo beim Leuchtfeuer. Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, aber sag mir, wo das war. Westerlo, Leuchtfeuer. Wir sind uns über den Weg gelaufen. Ich habe Hallo Ralf und du hast ganz verdutzt geguckt, weil du mich natürlich nicht kanntest. Und dann haben wir noch gesagt, wir sehen uns irgendwie abends noch in den ganzen Jurten, aber das hat dann nicht geklappt. Ja, irgendwie, aber ich... Da haben mich viele angesprochen, wer schon aber. Klar, du bist auch der Star. Ja. Ja, Ralf ist bekannt in Pfadfinderkreisen wie Mutter Hund. Das ist, ja. Das ist klar. So, wir müssen mal wieder offline. Aber war schön, euch zu sehen. Also wir werden auf jeden Fall irgendwie bestimmt nochmal wieder dabei, wenn das irgendwie passt, dass wir es reinkriegen. Ja, kurz mal vom Termin her, wenn ich das versuche, so Sonntagabends ein bisschen zu etablieren, wäre das okay? Ja. Prinzipiell schon, ja. Und was so einen Workshop mal angeht, überlege ich mir, ob das dann halt vielleicht eher auch mal nachmittags irgendwann sein kann. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, echt ganz gut. Okay. Kommt halt auch an, wie man ansprechen will. Also ich muss das überarbeiten, von daher ist für mich nachmittags eher irgendwie wie blöd. Ich darf tatsächlich auch noch arbeiten im Moment. Aber ich muss sogar. Ja, im Moment ist... Guten Abend euch noch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, prima. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, im Moment ist die Frage, spricht man von muss oder von darf? Das Naja, ich wäre lieber zu Hause als im Krankenhaus als Hygieniker. Beantwortet das die Frage? Klar. Eindeutig. Also ich würde tatsächlich im Moment auch lieber zu Hause sitzen. Ich meine, ich arbeite in Anführungsstrichen nur auf dem Bau, aber auch da hat man irgendwie Kontakt mit anderen Leuten und also ich bin froh, dass ich das noch arbeite. Das Surreale an der Kiste ist, dass im Moment ja sehr, sehr wenig Patienten noch sei Dank, in den Häusern sind. Und deswegen herrscht so eine leichte Gespensterstimmung, weil einfach der Laden leer ist. Noch, Gott sei Dank. Darf er gerne auch bleiben. Das wird sich aber noch ändern, befürchte ich. Das. Ich leider auch. Trotzdem ja, auch wir machen da Dinge.
Nee, ansonsten finde ich schön, dass ihr alle da wart heute. Ich würde mich dann auch wieder verabschieden und gucke, dass meine Kids dann doch noch ins Bett kommen. Genau, hat mich gefreut, dass ihr alle reingeguckt habt. War eine sehr gute Idee, muss ich vielen sagen. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Danke fürs Organisieren. Ja. Prima. Also ja, ich plane mal nächstes Sonntag 20.30 Uhr wieder ein. Und ich glaube, als Gesprächsrunde, ich gesagt, versuchen wir wirklich mal rauszukriegen, wie die erste Gruppe schon das gelaufen sind. Und dann schauen wir mal, was sich die Woche noch so ergibt. Was wir noch also inhaltlich reinsetzen können. Und wenn jemand Lust hat, tatsächlich zwischendurch uns ein Stück auf der Gitarre zu spielen oder auf dem Kontrabass, dann würde ich mich sehr freuen. Ich übe doch mal ein bisschen das da ein. Also wenn ich spiele, wird die Freude sehr kurz sein. Ja. Dann singe ich dazu. Dann gehen sie alle. Wie lange haben wir gestern am Stück? 2 Stunden? Ja. So, mach's gut. Okay. Ja, prima. Ciao. Ja. Ich wünsche euch gut. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Schönen Sonntag. Ciao. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Mm-hmm.